wunderschöne Bilder, volles Haus in Bruneck und volles Haus im Fanshop in der Heidi-Horten Arena nach dem Spiel. Marco, damit willkommen, liebe Fans, zu Rot-Jacke TV, das Magazin. Gewonnen haben wir, ganz normal. Ja, Gott sei Dank. Schaut sich das Gesicht da mal an. Da macht es natürlich Spaß, aber jetzt müssen wir einen Schluck trinken. Warte mal. Du will ja nichts angeben, gell? Du hast am Markt gearbeitet. Ich will ja nicht angeben, aber hast du auch nicht? Ich hab das gegen den Spieler. Nein, ich bin ja Kumpel von dir. Schau her, was ich hab für dich. Schau. Eine eigene Tasse. Mit zum Bulli, Bug zum Rennen, schau her. Das gegen den Spieler nochmal. Ja, und du. Vielen Dank. Und du. Jetzt aber du hast keinen Bord drauf. Jetzt passt es ja nicht. Weil nicht Playoff war, wahrscheinlich. Ach so, okay. Joshi, reden wir über das Spiel, oder? Sensationell war es. Und spannend und alles war es. Enges, richtiges, klassisches Playoff-Spiel. Ja, rassig, harte Checks, gute Sequenzen und natürlich, was das Wichtigste ist, Sieg für KAC. Aber gehen wir es vielleicht durch, Schritt für Schritt. Guter Auftakt für den KAC. 1:0 in Überzahl. Ja, haben wir auch darüber gesprochen. Special Teams werden auch mitentscheidend sein. Wunderschöner Pass von Unterweger auf Bischofberger, von Bischofberger auf Manuel Ganal. Wieder in den Playoffs getroffen. Unglaublicher Lauf auch von ihm. Auftakt nach Maß. Und wie es so laut war, gell? Und da war alles ready to go. Und dann muss man sagen, aber Pustertal hat sich da wirklich auf gar keinen Fall versteckt. Die haben wirklich alles gegeben und probiert und getan und waren auch wirklich gefährlich und haben die eine oder andere Chance auch gehabt. Aber der KAC war geduldig. Heute. Ja, genau. Aber wir haben es auch so erwartet, die Südtiroler. Es war ein All-In-Spiel für die. Ist noch nicht aus, die Serie, noch lange nicht. Aber trotzdem, da haben sie heute alles investiert und haben sich nicht versteckt. Hart in die Zweikämpfe gegangen, hart im Vorcheck gewesen. Also richtig gut. Zweite Drittel war ein 0-0. Ja, hat gepasst. Solange die 0 steht, auch aus Sicht der Rotjacken, ist das absolut okay. Dann Drittel 3. Dann im vierten Überzahlspiel der Südtiroler hat es dann endlich geklappt aus Sicht der Gelb-Schwarzen. Genau. Ja, auch das haben wir angesprochen. Zu viele Strafen. 5 in Pustertal, heute 4. Vielleicht geht es nächstes Mal vielleicht auf 3 oder auf 2, aber keine Tendenz ist. Aber sonst war das Unterzahlspieler Frankfurter sehr, sehr gut. Der Ausgleichstreffer, aber dann kam er, Matt Fraser. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, was war schöner? War der Querpass von Thomas 100 Pfund schöner oder der Abschluss? Nehmen wir beides. Genau, also. Wollte ich gerade sagen, völlig egal, ganz ein wichtiges Tor. Und um das geht es dann, dass du in den entscheidenden Phasen einfach kaltschnäuzig bist und die Chancen, die du hast, dann auch nützt. Und dann mit dem Schwung, go with the flow, sagt man, dann das 3:1. Thomas Walland, der, glaube ich, alle ganze Kraft und dann noch einmal 100% drauf, da eine kaut hat in den Schuss. Super Pass von Nick Petersen. Super Arbeit, wenn wir da jetzt sehen, vor dem Tor, wie er den auch dann die Sicht nimmt, den Ansagole von Pustertal. Smith, du wirst mir helfen, gell? Ja, absolut richtig. Und dann ganze Kraft da reingelegt und wunderschönes Tor und der Jubel, ja, da sieht man, wie sehr man das gewollt hat. Und dann war es aber richtig laut in der Halle. Da war es richtig laut, weil genau er, Thomas Walland, ja, sein Statement direkt nach dem Spiel, genau vor euch, liebe Fans, in der Halle abgeben hat können. Thomas, Gratulation zum Sieg, es war ein sehr enger Sieg. Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich finde, wir waren über 60 Minuten das bessere Team. Also wir haben mehr investiert, ist mir vorgekommen. Wo die Dinge eng geworden sind, nach dem Gegentor haben wir noch einmal draufgedruckt. Jeder Einzelne war bereit und dann haben wir uns selber belohnt mit den Tore. Und jetzt sind wir 3:0 vorne. Ist noch nichts entschieden, aber kann schlechter sein. Dein Applaus. Thomas, du hast es angesprochen, draufgedrückt. Und draufgedrückt hast auch du beim Tor. Schauen wir uns gemeinsam das Ganze noch einmal an. Erstes Playoff-Tor. Heuer 6. Tor im Grunddurch, also in Summe, nimm uns ein bisschen mit. Ja, wir haben vorher schon einen guten Wechsel gehabt, wir haben die Scheiben lang gehabt, sie waren schon ein bisschen müde und dann der Bidi einen super Job gemacht, zuerst den Pass rauf, ich habe alle Zeit der Welt und dann packt er sich direkt vor ihm vom Torhüter rein, er hat überhaupt nichts gesehen und dann schießt sogar ihn rein. ja, sehr oft sogar und sehr gut. Abschließende Frage, Thomas, du hast es kurz schon angesprochen. 3:0 in der Serie ist man jetzt vorne. Jetzt wissen wir, man braucht 4 Siege. Was wird jetzt absolut entscheidend sein, wenn man die Serie betrachtet? Ja, dass wir überhaupt keinen Zentimeter hergeben. Der 4. Sieg ist jetzt ein Floskel, aber der 4. ist wirklich so. Der 4. Sieg ist immer der schwerste.
ehrlich gesagt, haben wir momentan einen ziemlich guten Lauf. Wir machen die richtigen Sachen. Es gibt keinen Grund, wieso wir jetzt dann aufhören damit. Und ja, sie werden noch einmal alles reinschmeißen. Wir haben hoffentlich wieder die Kurve hinter uns im Boostertal, so ein halbes Heimspiel. Und dann werden wir es hoffentlich durchdrucken und den Sieg nach Klagenfurt holen. Genau so machen wir es. Thomas, dein Applaus und alles Gute für Dienstag. Danke, danke. Ja, da muss man davon ausgehen, dass in den Playoffs auch auswärts extrem viel Graz-Ebens wieder mitfahren werden. Das war beim ersten Spiel schon beeindruckend, was in Bonecta los ist. Da ist mein Fernsehen angeschaut, habe ich Gänsehaut gekriegt bei dieser rot-weiß-roten Wand. Danke dafür. Und das wird jetzt beim nächsten Spiel 4 sicherlich auch so sein, wenn nicht noch mehr Fans mitfahren. Aber die Stimmung ganz oben ist einmal ganz fix durch. Wir sind ja. Und alle, die den Clemens Unterweg erkennen. Aber nicht nur auswärts ist cool. Daheim ist auch cool. Nein, schaut mal an, die Bilder des Spiels. Wir haben uns heute wieder einmal unter die KC-Fans gemischt und haben sie gefragt, was ihnen bisher am besten in den Playoffs gefallen hat. Die Souveränität, die sie an den Tag gelegt haben, vor allem jetzt gegen Bruneck, also da haben sie die KC-Qualitäten wieder ausgepackt und das Herz, das die Mannschaft an den Tag legt, das macht Spaß zum Zuschauen. Die Stimmung in der Halle. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon seit 25 Jahren da. Es kann was. Der beste Moment bis jetzt war definitiv das 7:1 gegen Boostertal zu Hause. Einfach generell die ganzen Momente, einfach jeder Gewinn ist immer was Besonderes. Dass wir es eigentlich richtig gut halten und wenn wir weiter so machen, dann siege ich uns als Master. Ja, die souveräne Teamleistung und die harten Spiele und die vielen Angriffe und die vielen Tore natürlich auch. Mir taugt, dass die Mannschaft bei ist, dass sie kämpft und die Halle voll ist und eine geile Stimmung ist. Eigentlich wirklich, dass sie konsequent an ihre Arbeit gehen und das souverän machen. Und wir hoffen, dass wir jetzt in die Finale kommen. Wir sind schon bereit. Also eins, Marc, kann ich da sagen, da bin ich voll bei den Fans, bei all den schönen Toren, die wir schießen. Aber die Stimmung in der Arena ist schon extra klasse, oder? Ja, super. Und jetzt speziell in den Playoffs, dieser KC-Mann, der taugt mir schon. Der hat mir im Viertelfinale schon voll gefallen und jetzt gefällt er mir auch, weil er so einen Hunger hat das und so die Geister so gern isst. Ja, und genau. Eine lässige Musik hat da. Also ich hoffe, dass man da noch viele Geister essen werden. Und die Fans springen, wie er, der KC-Mann. Und die Fans springen gleich davon. Also sensationell. Gut. Ja, es ist nicht mehr weit bis zum nächsten Spiel. Spiel genau. Nummer 4 in dieser Serie, genau. Das ist am Dienstag in Bruneck. Das wird wieder, hat er dann, wie schon Thomas Wallam gesagt hat, der vierte Sieg ist ja. Der schwierige. Ja, ja. Gerade eine 3-0-Führung darf man nicht zu hoch abheben. Die Mannschaft hat aber die Erfahrung, der Trainerstab hat die Erfahrung. Aber trotzdem, man ist nur noch einen Sieg, kriege jetzt Gänsehaut, vom Finale entfernt. Und dafür muss man kämpfen. Und ob der Sieg passiert, in Spiel 4 oder Spiel 5 oder Spiel 6 oder wenn es sein muss, Spiel 7. Das sind die Playoffs, so ist es. Ja, genau. Dann halt, wann es sein muss. Ja. Aber es fällt nur noch einer. Hättest du sagst, ist es für mich auch total arg und greifbar. Aber großer Weg noch, aber das muss man richtig einordnen. Ja, dann schnapp mal dein Gerät. Aha. Dann würde ich sagen, ja, aha, bis bald. Es verabschieden sich Marc Brabant und Joschi Behatz. Bis bald. Gehen wir.